Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion. Beim letzten Mal hat Zero Day unsere Party ruiniert und jetzt werden wir herausfinden, wo sich Zero Day befindet und ob es denn Sabine ist oder nicht. Wie weit ist das weg? Zu weit weg. Oh ja, wir schicken sie rein. Wir schicken unseren Schläger rein. Da ist sie. Sie raucht, obwohl sie eine Maske trägt. Ja. Hoffentlich bist du gerade nicht beschäftigt. Du bist dran. Ja, ich könnte ein paar Termine streichen. Was für Termine? Wunderbar. Dann mal los. Du stehst random an einer Statue, mitten in der Nacht und rauchst. Du bist jetzt nah am Ursprung des Signals, mit dem unser Netzwerk gehackt wurde. Der Ursprung des Hackersignals ist jetzt ganz in der Nähe. Es kommt aus einem Van. Gut, ich suche den Van und dann gibt's richtig Ärger. Der Van hat keinen Fahrer, scheint aber von bewaffneten Drohnen beschützt zu werden. Neuer Plan. Bleib nah genug dran, während ich das Steuersignal zurückverfolge. Ich brauche erstmal ein Auto, damit ich nah genug dranbleiben kann. Aber wenn ich meinen Kopf verliere, bist du schuld. Ich werde es auf deinem Grabstein vermerken. Ich wollte mir eigentlich noch die Umgebung angucken, in der ich mich befinde und jetzt das. Wir werden es da vorne. Okay, ich krieg ihn. Easy. Warum fährt er auch noch so schnell? Lokalisiere das Signal von Zero. Ja, was sollte ich denn machen? Der ist so schnell gefahren. Ich will hier jetzt auch keinen Unfall bauen, nur weil ich einen selbstfahrenden Van verfolge. Okay, ich bin in Reichweite, endlich. Natürlich sind Drohnen auf dem Weg. Ich hätte Drohnen Anti-Jagd oder so. Oh Gott! Anmachen müssen. Ja, was sollen die Drohnen machen? Ich sitze in einem Auto, ich habe einen faradäischen Käfig. Nein, ich muss nach da vorne. Mein Auto fährt nicht mehr geradeaus. Ich hab verkackt. Ich brauche ein neues Auto. Und vielleicht diesmal ein schnelleres. 300 Stunden später. Gut, dann nochmal von vorne. Ja, Beckley, halt die Klappe. Ich mach's jetzt von vorne, diesmal mit einem schnelleren Auto. Dankeschön. Ja, Beckley, bla bla bla. Ich einfach alles für mich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ihr möchtet gern Agenten. Ja, hab ein paar Menschen überfahren, aber das ist das. Nein, ich wurde gehittet. Nein. Ah, das ist so schlimm. Fahrzeug in kritischem Zustand. Ja, ich verstehe es. Es ist so nett, dass es immer wieder von vorne anfängt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ihr möchtet gern Agenten. Beckley, wenn du so schlau und so toll bist, warum schaffst du es nicht, die Signalquelle bei der Prozentzahl zu belassen, bei der sie war? Ah, ich hab angehoben. Ah. Okay, ich hab den Van sowas von in die Falle gelockt diesmal. Der kommt hier nicht mehr weg. Ich hab's. Oh Gott sei Dank. Okay, ich hab's endlich. Verfolgung abgeschlossen. Oh, ja. Das Signal, das den Van steuert, kommt aus dem Stockwell-Kriegsbunker. Könnte sein, dass Zero Day die ganze Zeit von da operiert. Wenn ja, haben sie wirklich einen Hang zum Dramatischen. Wir auch. Schick mir die Koordinaten. Okay, gehen wir dahin. Und kein Agent ist in der Nähe, also mache ich Schnellreise mit Sissel. Boah, fand ich das gerade ätzend anstrengend. Du bist in der Nähe des Stockwell-Bunkers, dem möglichen Zuhause der DedSec aus einer bösen Parallelwelt, die sich Zero Day nennt. Der Aufzug, der in den Zero Day-Bunker führt, wird durch ein seltsames Sicherheitssystem bewacht. Eine Art Nachahmungsspiel. Du musst das Rätsel lösen, um nach unten zu kommen. Was soll ich jetzt machen? Autsch! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Tja, ich wäre ja vorsichtig, es nicht wieder zu verbocken. Aber kein Stress. Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Hacken wir das. Okay, als erstes dich. Dann dich. Dann dich. Jo, wenn der Scheiß aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, bin ich Josef Goebbels. Hier hat jemand renoviert. Okay. Wo ist der Dritte? Ah, Mist! Ich habe einen verwechselt. Ja, gut. Alter! Die haben mich einfach abgeballert. Ich wusste gar nicht, dass die so stark sind. Was? Na gut, Agentenwechsel. Da bin ich jetzt selber schuld. Ich bin irgendwie an die ganze Sache viel zu easy rangegangen. Ich schicke jetzt Duncan rein. Wechsel vornehmen. Ich wusste nicht, dass die gleich einen auf so hart machen. Tipp. Und ja, ich bin bereit. Okay. Du.
Easy. Alle? Achso, ich dachte, ich soll jetzt alle gleichzeitig hacken. Wie sollte das denn gehen? Okay, dann gehen wir mal rein. Keine Ahnung, heute fehle ich ziemlich viel. Vielleicht liegt es daran, dass ich unter Zeitdruck stehe. Ich muss sehr viele Videos produzieren und ich muss in wenigen Stunden arbeiten. Nicht gerade das einladendste Clubhaus, was? Wenn ich überlege, wie sicher es oben ist, würde ich mit einigen unorthodoxen Abwehrmechanismen rechnen. Also hier gibt es auf jeden Fall Sprengfallen. Und Mannequins. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Diese Dinger auf dem Boden sind auch die Hölle. Ah, okay, ich darf auch nicht auf sie schießen. Dann klär ich hier erstmal den Raum. Gibt's sonst noch was? I guess not. Oh oh. Okay. Das finde ich ja ganz schlimm, wenn so Selbstmordattentäter-Drohnen auf mich zulaufen. Okay. Da vorne ist was Seltsames. Ich sehe mir das mal an. Was Seltsames? Gütiger Gott. Das ist eindeutig Zero-Days-Operationsbasis. Bagley, besorg alle Informationen, die du über diesen Ort kriegen kannst. Das ist, nicht autorisiert? Wie kann das nicht autorisiert sein? Wie bitte? Wer autorisiert dich nicht? Von, anscheinend kann ich es nicht sagen. Kann ich denn sagen, dass das total nervig ist? Na, wenigstens geht das. Shit, der Hacker hat Bagley manipuliert. Schau dich besser um, ob du was rausfinden kannst. Ja, vielleicht kann ich einzelne Datenpunkte analysieren. Du solltest dich mit der Untersuchung beeilen. Ich erfasse Albion-Aktivitäten im Gebiet. Och nee. Vielleicht suchen die auch nach Zero Day. Nee, die suchen nach mir. Übrigens, H3000, was soll das sein? Und wie dreckig ist das, ist ja auch egal. Warum darf ich nur noch so langsam gehen? Anscheinend betreibt Zero Day die Chip-Verfolgungssoftware, die wir von Mary Kelly haben. Was glaubst du wohl, was sie damit machen? Weiß ich doch nicht. Zero Day hat Themis-Drohnen zurückentwickelt. Haben die vielleicht ihre eigene Privatflotte? Wer weiß. Zero Day hat eine Backdoor zu Filament, zu dem Überwachungssupercomputer, wegen dem Malik so besorgt war. Ja, das wissen wir ja. Aber jetzt haben wir doch auch eine Backdoor, oder? Please? Das ist der Bagley-Quellcode. Eine Kopie meines Hirns von BrokerTech. Code, den wir in Sky Larsons Labor gefunden haben. Das sieht voll hübsch aus. Eindeutig hat DedSec unwissentlich Zeug für Zero Day geklaut. Bei dem Schlafplatz erfasse ich ein paar Geräte, die vielleicht Aufschluss geben könnten. Zero Day weiß doch, dass wir hier sind. Autsch, das sieht schmerzhaft aus. Langsam, langsam, bitte. Lasst ihn atmen. Unser persönlicher Guy Fawkes. Aber die falsche Maske. Fick dich. Wir haben die Bombe nicht gelegt, sondern entschärft. Selbst wenn ich einem DedSec-Aufrührer glauben würde, denkst du, das wäre wirklich von Bedeutung? Seit wann ist Albion der alleinige Richter und Henker? Ihr habt keine Gerichtsgewalt in London. Doch, jetzt schon. Aufgepasst. Alle Einheiten sollen ausrücken und die ganze Stadt abriegeln. Leistet medizinische Hilfe, helft Verletzten. Zeigt die Waffen. Es muss gut für die verdammten Kameras aussehen, kapiert? Naja, wenn ich eine Wett-KI wäre, würde ich sagen, dass Nigel Cass eine Menge über die Bombenanschläge von London wusste. Natürlich. Und über die Position des DedSec-Verstecks. Als hätte ihm jemand einen Tipp gegeben.
Aber ich nehme an, das wirst du dir schon noch selbst zusammenreimen. Das konnte ich mir schon vorher selbst zusammenreimen. Dann gucken wir jetzt noch an diesen PC. Ich glaube ja immer noch, dass Sabine hier beschäftigt ist, weil sie die Einzige ist, die die Anschläge überlebt hat. Also die Anschläge auf Deadside. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Oh, wer hätte es gedacht? Trennungen sind hart. Steht London in Flammen? Teilweise. Dann ist mein Teil erfüllt. Gib die Filament-Codes frei. Einer aus deinem DedSec-Trupp hat die Bombe am Parlament entschärft. Ich dachte dabei eher an ihn, um ehrlich zu sein. Das ist immer noch der größte Terroranschlag in Londons Geschichte. Wenn dir das nicht reicht... Oh, es reicht mir. Aber der Deal ist geplatzt. Was? Weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst, Mr. Cass? Ich weiß, dass du in der Stadt Bomben gelegt und deine Freunde gefickt hast. Wer weiß, was dir mit einem Spielzeug für große Mädchen wie Filament einfallen würde. So ist es besser, Schätzchen. Sie hält ab! Schnapp! Es war die ganze Zeit Sabine. Sie hat Dalton getötet, die Bomben gelegt. Sie ist verdammt nochmal Zero Day. Das erklärt, warum sie meinen Speicher gelöscht hat. Es gibt hier einiges aufzuklären. Aber zuerst, ich habe herausgefunden, wo Rule Britannia läuft. Auf dem Rechner da drüben. Ja, okay. Ich hatte das ganze Spiel über so Verdacht, aber ich fand's trotzdem weird. Aber dass sie dann auch noch von Albion verraten wurde, erklärt dann auch ihr weiteres Verhalten. Ich hab Rule Britannia. Es ist eine Art CDOS-Patch. Ah, das kann ich wohl nicht stoppen. Niemand kann es aufhalten. Darum geht es doch. Und, beeindruckt? Ein bisschen. Kommt drauf an. Was ist Rule Britannia? Das große Reset der Gesellschaft. Während der Zack bloß herumrennt und Bugs behebt, lösche ich den Quellcode und zerstöre die Hardware. Komplett. Mit euren Technologiediebstählen habt ihr zu etwas Wunderschönem beigetragen. Ha! Wunderschön, klar doch. Während du dich wie ein Feigling in deinem Bunker versteckst. Wo ist der Rest von Zero Day? Es gibt nur mich. Ich habe früh gelernt, dass niemand bereit ist, für Veränderungen wirklich was zu opfern. Am Ende schreiben nur einzelne Geschichte. Du klingst wie meine Mutter und sie war bescheuert. Autsch. Ich hatte gehofft, dass ihr wenigstens meine Gründe verstehen würdet. Ich verstehe die Gründe schon. Liebste Rekruten, es tut mir leid. Aber wieder einmal hat der Zack keinen Nutzen mehr. Schwimmt aus! Heute werden Millionen leiden. Was für eine Ehre, mit ihnen zu sterben. Sucht alles ab! Magley? Ich brauche etwas Hilfe. Sabine hat offenbar noch nicht genug davon, ein Dorn im Auge zu sein. Sie hat mich eingesperrt. Ich brauche Zeit, um das Sicherheitssystem zu knacken und die Sprengtüren zu öffnen. Bleib am besten am Leben, bis ich fertig bin. Ich versuch's. Ach, wieso frage ich überhaupt? Das war easy. War da links nicht noch einer oder ist der jetzt schon nach rechts rüber gerannt? Ich habe die Türen freigeschaltet. Ich schlage vor, du haust schnell und sicher ab. Ist doch schön, mal auf Leute schießen zu können, die alle aus einer Richtung kommen, während man eine Deckung in die Richtung hat. Du musst einen anderen Ausgang finden. Okay. Albion setzt in der ganzen Stadt Leute ein, um Agenten aufzugreifen. Okay, ihr Dreckskerle. Hallo, schieß. Offenbar kriegt ihr noch einen Versuch. Warum hatte ich gerade Zeitlupe? Stehe unter Beschuss! Da kommen unendlich, oder? Es macht nicht den Anschein, als ob die irgendwann aufhören zu kommen. Ich muss jetzt wirklich präzise auf Köpfe schießen, weil sonst sterbe ich gleich wegen Munition alle. Schlimm sind die gepanzerten Leute, die selbst auf dem Kopf nicht sterben. Die hören nicht auf, hallo? Meine Munition ist weg. Wir brauchen eine bessere Position. Was tue ich? Ich laufe jetzt hier durch. Ich muss hier weg. Mein Ziel ist verletzt. Okay, 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 okay. Das schaue ich mir mal an. Ich brauche Hilfe. Komm raus. Danke. Ich muss halt wirklich vorpreschen, weil sonst spawnen unendlich viel weitere.
Okay, sobald er kommt. Mache ich diesen. War's das? Kannst mir nicht sagen, dass es das jetzt war. Okay. Das war's. Ich gehe zum Aufzug. Es waren wohl doch nicht unendlich. Es waren nur sehr viele Leute, die gekommen sind. Das war heftig, aber ich bin entkommen. Ja, hervorragende Arbeit. Okay, dann gehen wir raus und jetzt gibt's bestimmt noch irgendeine Überraschung. Eine riesen Spinnendrohne, die mich jetzt einfach abballert. Wie diese Dinger aus Star Wars. Wer hat mir die Bullen auf den Hals gejagt? Ich bin komplett umstellt. Ist das ein Problem für ganz Netzek? Ich musste mich vor Albion auf dem Klo verstecken. Wir müssen uns treffen. Sabine hat eure Position an Albion verraten. Alle Agenten sind aktuell in Gefahr. Haltet euch alle bedeckt und meidet Menschenansammlungen. Ich schicke euch einen unauffälligen Treffpunkt. Ein unauffälliger Treffpunkt? Yeah. Aber welchen Verbrechen hat sich denn Deadzack schuldig gemacht? Mission abgeschlossen, das Gesicht des Feindes. Ja, es war zu erwarten, dass es Sabine ist. Ich hatte es in meinem Hinterkopf, aber... Was zur Hölle ist da los, Banks? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen alternativen Ort für ein Notfalltreffen gesichert, der weit entfernt vom Versteck ist. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Dann gucken wir mal nach. Ach, ein schöner Ort. Dann gehen wir mal zu unserem Großunternehmer Owen Driscoll. Doch kein Anwalt, aber trotzdem verkürzte Haft. Also, Owen, mit dir fing alles an und mit dir wird alles enden. Bax? Warum ist keiner hier? Es war unmöglich, einen einzelnen sicheren Ort zu finden. Deshalb habe ich euch alle an verschiedene geschickt. Sicher? Ich bin in einem alten Krankenhaus. Ich habe jetzt bestimmt Tetanus. Ich bin auf einem Schrottplatz, also... Können wir dann weitermachen, wenn ihr euch genug darüber beschwert habt, wie ich eure undankbaren Hintern gerettet habe? Ja, jetzt machen wir Zoom-Meeting. Dann hole ich mir mal kurz eine Frachtdrohne. Und mit der fliege ich dann da hoch. Das geht ab. Ja, ich kann kaum glauben, was ich da sehe. Hoch geht's! Wenn du dieses Briefing startest, werden alle Aktivitäten, Rekrutierungen, Missionen gesperrt. Sie werden verfügbar, sobald du die Mission abschließt oder abbrichst. Ich bin bereit. Muss ich jetzt bei jeder Mission machen, oder wie? London, hier ist Zero Day. Schön, euch zu treffen. Die kleinen Anschläge vor ein paar Monaten waren mein erstes kleines Hallo. Jetzt können wir uns endlich richtig kennenlernen. All die Technologie, die ihr nicht mehr missen möchtet, Textnachrichten, Autofahren... Herzschrittmacher, alles wird sich gegen euch wenden. Heute wird eure moderne Welt zu eurer Hölle. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, aber was ich tue, ist gut. Zerstörung ist immer die Heilung. Nicht immer. Aber Zerstörung kann zur Heilung helfen, ja. Wenn man was zerstört, kann man nämlich neu anfangen. Und neu anfangen ist meistens besser als der erste Versuch. Okay, hört alle zu. Das ist wichtig. Ich habe herausgefunden, wofür der Drool Britannia Patch ist. Er ist für mich. Ui. Zero Day alias Sabine gibt mir und allen anderen Backlays über ein Backlay OS Update gleichzeitig Zugriff auf verwundbare mit CTOS verbundene Systeme. Mein OS ist in Großbritanniens Kerninfrastruktur integriert. Kraftwerke, Flughäfen, Krankenhäuser, Banken... Sobald ich Zugriff auf diese Systeme habe, greift der Patch sie so lange an, bis sie ausfallen. Das würde zum Zusammenbruch von London und wahrscheinlich auch des ganzen Landes führen, was vermutlich Emilys Ziel ist. Sorry, aber das Update verbreitet sich bereits. Sabine hat an alles gedacht. Gibt es einen Weg, um alle Bagleys zu töten? Alle Bagleys zu töten. Deine Gleichgültigkeit hinsichtlich meines Todes ist vielleicht die Antwort. Wir müssen bei BrokerTech rein. Genau. Du musst die Server zerstören, auf denen ich installiert bin, und gleichzeitig das Blumennetzwerk abschalten, damit ich nicht auf die Backups zugreifen kann. Einer von euch muss zu Broker und einer zum Bloom Tower. Erklärung unterwegs. Okay. Ich will zu BrokerTech. Nee, BrokerTech war ich schon. Ich will zum Bloom Tower. Ich will zum Bloom Tower. Im Bloom Tower war ich nur am Anfang, als ich mit Sabine diesen Spider-Bot dort gefahren bin. Rule Britannia wurde ausgelöst. Jetzt gibt es Millionen Ichs, die Londons Infrastruktur zerstören wollen. Du beeilst dich besser mit diesem Mord. Ist es wirklich die beste Idee, Bagley zu löschen? Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Dieses Opfer müssen wir bringen. Es stehen unzählige Menschen. Natürlich, entweder Bagley oder alles. Na gut, ich gehe zum Bloom Tower.
Ich musste mal meine Katze einschläfern lassen. Das wird vermutlich schwieriger. Wie soll das jetzt laufen? Koordination. Du musst zum Tower und Bagley offline nehmen. Aber das wird den Angriff nicht aufhalten. Seine BrokerTech-Server werden sofort den Reboot starten. Wenn wir ihn offline nehmen, hat ein anderer Agent kurz Zeit, seine Server auf Dauer auszuschalten. Teamwork. Jeder macht sein und übergibt dann. Schön, dann her mit den Koordinaten. Aber einer von euch Säcken muss jetzt meine Pizzas bestellen. Sorry, Bagley. Du wirst mir fehlen. Ich glaube, ich brauche mal ein neues Fahrzeug. Wenn du einen Sonntagsausflug machst, sabotiere ich die Flugsicherung. Das wird sicher ganz super. Ich nehme dieses Fahrzeug kurz. Dann bin ich schneller unterwegs. Ah ne, es ist dieses Fahrzeug, das sich so schlecht steuern lässt. Egal. Aber jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen schneller fahren. Zum Glück sind hier alle Straßen so groß und breit und so wenig Autos auf den Straßen. Da ist gerade irgendwas explodiert. Britannia ist ein sehr kreativer Virus. Ich habe mir jetzt über Nannycams die Gesichts-ID von jedem Kind im Land besorgt und ihnen allen ein Vorstandsregister verpasst. Okay, wir sind da. Der zarte Menschenkörper unseres Klienten hat ihn im Stich gelassen. Er liegt im Krankenhaus. So kann er sich dem Widerstand leider nicht anschließen. Precaution. La seguridad en la Torre de Blum es inusualmente alta. Der Bruder. Latino-Vibe ist charmant, aber ich verstehe nichts. Sorry, die Spracheinstellungen sind hinüber. Ich sagte, Vorsicht, hohe Sicherheitsvorkehrungen im Blumentower. Aber wer hätte gedacht? Was zum Teufel? Ich haben wir. Hohe Sicherheitsmaßnahmen habe ich bisher... Oh Mist, wer hat Verstärkung gerufen? Der Aufzug kommt. Ich melde mich, wenn ich raus bin. Ist jemand unterwegs zu BrokerTech, um die Server zu deaktivieren? Ich hoffe doch. Okay, gehen wir einfach rein. Ich hoffe, Owen war jetzt eine gute Charakterwahl. Aber egal, BrokerTech, ach wie schön. Aber ich bin auch im Blumentower, oder? Doch, ich bin im Blumentower. Ah, jetzt gehe ich zu BrokerTech rüber, alles klar. Gleich den besten Agenten dafür ausgewählt. Yeah. Bax, wir sind an der Pforte des Todes. Es geht um meinen Tod, also werd mal nicht so poetisch. BrokerTech. Unsere alte Freundin Sky Larsen lebt durch ihre grotesken Unternehmen weiter. Wenn meine Recherche stimmt, läuft Bagley sehr heiß. Er braucht ein riesiges Kühlsystem. Wenn du die Tanks mit der Kühlflüssigkeit beschädigst, sollte der Notzugriff auf die Server ausgelöst werden. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich bin ein Superagent. Ich kann das. Da muss ein Eindringling sein. Ah, es tut weh. Es tut. Ich muss sie wirklich zerschießen. Okay. Zum Glück habe ich eine Schallgedämpfte. Hat niemand gehört. War schallgedämpft. Ah, ich liebe es, dass Backlight die Typen die ganze Zeit sabotiert. Augen auf! Aha. Ich kann nur jetzt einfach beide ausschalten, weil Backlight mit mir irgendwie... Der hilft mir einfach. Das sollte reichen. Aktiviere jetzt den Druck, damit Kühlmittel freigegeben wird. Aber wenn... Bagley auch gegen uns arbeitet, müsste Bagley ja eigentlich auch wissen, dass wir gerade hier versuchen, ihn zu sabotieren. Aber ist ja auch egal. Und du hast den Notzugriff zu meiner Serverkammer ausgelöst. Kannst kaum erwarten, mein Hirn zu sehen. Du bist dran. Schalte ihn offline. Ich gehe runter zu den Bagley-Servern. Jetzt wieder rüber zu Blumen, okay. Mal gucken, was ich finde, wenn ich den Aufzug hochgefahren bin. Ach, das ist doch so spannend, dass man immer so zwischen den Zähnen wechselt, nicht wahr? Der Sender auf der Spitze des Turms empfängt Datenpakete für meine Updates. Klettere einfach zum Sender hoch und versuche, das Signal der Pakete zu meinen Hauptservern zurückzuverfolgen. Alles klar. Einfach hochklettern? Mit einer Vorwarnung hätte ich jetzt einen flotten Spruch bringen können. Deine Sieh-halt-mal-zu-Pläne werden mir fehlen, Bax. Aber nicht sehr. Hier kann ich hochklettern. Aber es schön sieht London aus mit dem ganzen Feuerwerk. Ist nicht frei zugänglich, aber ich weiß eine Lösung. Wenn du die Flügelposition mit einer Drohne verstellst, wird das als Fehlstellung erkannt werden. Dann kannst du die Zugangstür für die Wartungsarbeiten öffnen lassen. Eine gute Idee, Bags.
Dann kümmern wir uns mal um das Signal, das die Flügel steuert, um zur Spitze des Turms zu kommen. Sehr gut. Du hast den ersten Satz Flügel manipuliert. Weiter so. In diesen hier. Und wow, diese Flügel sehen komisch aus. Du hast es echt drauf, Sachen kaputt zu machen, weißt du das? Mach weiter so. Gib mein Bestes. Ach, hier fehlt noch was. Jetzt sollten wir es haben. Entsperren. Du hast einen Scan der Flügel in die Wege geleitet. Du musst jetzt warten, bis das System sie markiert und einen Wartungsbefehl ausgibt. Yeah, schön, dass das System noch so gut funktioniert. Ein Haufen Drohnen ist unterwegs zu deiner Position. Pass bloß auf. Ja, jetzt nicht sterben. Der Scan muss abgeschlossen sein, um den Zugang zur Spitze des Towers freizugeben. Oh Gott, was sind das für Drohnen? Kamikaze-Drohnen, oh Gott. Geht weg. Gott sei Dank leuchten die immer so schön rot, dass man sie sehen kann. Oh oh. Okay, ich hab's geschafft. Oh Gott sei Dank. Owen hat nicht viel sich zu verteidigen. Eine Blume! Das hat geklappt. Die Turmflügel wurden als beschädigt erkannt und die Wartungsleiter ist freigegeben. Großartig. Vorher fliege ich mit dieser Drohne hier weit runter, damit ich jetzt schnell hier hin kann der und Zeit habe. Der ist gleich da oben. Erreiche ihn und nimm mich offline, bevor ich das ganze Land... Ja, mach ich. Übertragung ausgesetzt. Aktiviere das nächste Terminal und ich bin offline. Sabine. Was machst du denn da oben auf den Flügeln, die gerade ausgefahren wurden? Oh, ihr kriegt einfach nicht genug von mir, was? Ja. Oder seid ihr bloß unglaublich dumm? Soll ich auf den Transmitter zugreifen, während ihr plaudert? Ja. Ja? Ihr seid unglaublich dumm. Wunderbar. Ich sehe schon, der Zack hat sich hier überhaupt nicht verändert. Verschafft ihr etwas Zeit und bleibt bei dem Transmitter. Applaus für dieses Bagley-Update-Ding. Aber meinst du echt, eine Chaosmaschine kann London retten? Du glaubst, wir können etwas besser machen. Mit Krypto-Anarchismus? Demonstrationen? Doxing? Optics sind sehr schicke Ohrmarken. Albion erschießt am helllichten Tag Zivilisten. Denunzieren wird belohnt. Nein, ihr Deppen könnt nichts besser machen. Deppen? Ich sehe uns eher als Wachhunde, Whistleblower und sowas. Er hat Watchdogs gesagt. Wir erledigen Psychopathen wie dich, damit das Gute siegen kann. Und ihr entscheidet, was Gutes. Eine Frage. Wie viele habt ihr seit DedSecs Neuanfang auf dem Gewissen? Na? Ein etwas anderer Blickwinkel und schon sind wir gleich. Die Turmflügel müssen einklappen, um die Server zu orten. Ich kann den Hack nicht einleiten, aber du schon. Sagst du das, was ich glaube? Dass wir ein gutes Team wären. Na, süß, aber nein. Ich sage nur, dass ich es auch nicht wahrhaben wollte. Ich war im Bann ihrer Technologie. Und ihrer Moral. Aber mein Reset wird all das auslöschen. Wir können alle ganz neu anfangen. Schade, dass du das nicht miterleben wirst. Och bitte, jetzt mach nicht diesen, Sabine. Dramatisch. Der beste Plan, ob Maus, ob Mann, geht oftmals ganz daneben, Süße. Die Drohnen sind jetzt keine... Okay. Gucken wir mal wieder rüber zu BrokerTech. Aber ja, wir haben viele auf dem Gewissen. Ab einem gewissen Zeitpunkt war es mir das dann auch egal. Das schreit Kryosanenbank, oder? Diese Datencontainer sprudeln vor kognitiver Aktivität, die dein menschlicher Verstand weder verstehen noch nachvollziehen kann. Ja, okay. Sag uns einfach, wo wir deine Container finden. Deaktivier das Kühlsystem des Datenzentrums. Das löst einen Notfall-Shutdown gegen Überhitzung aus.
Diese Vorsichtsmaßnahme wirft vier meiner Datencontainer mit Schlüsselsystemen aus. Das macht sie sichtbar. Dann kannst du sie manuell zerstören und das Update stoppen. Alles klar. Auch so ein schöner lila Farbton hier überall. Skylarsen hatte Stil. Schade, dass sie tot ist. Zerstöre die Temperaturregler, um den automatischen Shutdown auszulösen. Natürlich, Kinderspiel. Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich werde dich gleich angreifen. Was zur Hölle? Ich habe leider keine andere Wahl, als meinen Kernserver zu verteidigen. Das ist ein fest kodiertes Sicherheitsprotokoll. Nichts Persönliches. Viel Glück. Dreck. Na, dann spreng ich die Fallen einfach jetzt schon. Was ich jetzt schon sprenge, kann in Zukunft nicht mehr gesprengt werden. Ah, hier sind echt viele Sprengfallen. Ui. Du hast's geschafft. Sicherheitskräfte nähern sich dir. Oh, sollen wir darauf wetten, wen von uns sie zuerst umbringen? Ah, jetzt wäre die Falle hier praktisch gewesen. Ich hätte jetzt Lust zu strippen. Gut, aber das reicht noch nicht. Ein weiteres Kühlsystem arbeitet noch. Da kam gerade jemand. Aber solange die nicht wissen, wo ich bin, ist doch alles perfekt. Oh. Stell dir vor, dein letztes Wort ist oh. Schade, dass ich immer die ganzen Fallen hier auslösen muss, wenn ich komme, aber naja. Da ist das Ding. Natürlich hast du mich jetzt gesehen. Stell dir vor, dein letztes Wort ist... Oh, meine Kamera hat sich anders bewegt, als ich dachte. Aber mit der Pistole fühle ich mich echt nice. Es sei denn... Es sei denn, ich habe solche Elben-Probleme. Okay. Alles tamam. Und die nächsten Leute kommen auch. Aber alles tamam. Jetzt erstmal alle tarnen, tarnen, tarnen. Tarnen, 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 tarnen. Tarnen. Ah, gut. Niemand weiß, was passiert ist. Soll ich den Notruf wählen? Wag es nicht. Fängst du an durchzudrehen? Ja, das Denken fällt schwerer. Jetzt bin ich fast auf deinem Level. Die Überhitzungsprotokolle sind aktiviert. Meine Datencontainer sind über dir. Nutz die Drohne, um hochzukommen. Natürlich, Kinderspiel. Wir aktivieren jetzt Bagley. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde, aber nach meinen Berechnungen wird eure Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Komm schon, Bags. Sorgen stehen dir nicht. Vertrau uns. Danke. Und es tut mir leid, dass ich vorhin gesagt habe, ich f*** eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Wann hast du gesagt, dass du meine Mutter... Was? Bagley kurz zu Kollegen geworden. Was? Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Ich hatte große Pläne für DedSec. Bags, Wunschlisten sind meine Spezialität. Schick sie mir, ich hack sie ab. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wüsstet nicht mal, wie ihr anfangen solltet, euch in ein Cyborg-Gehirnnetzwerk umzuwandeln. Ziehen wir noch ein bisschen was raus. Checke Archive auf fehlerhafte Dateien. Ich habe gerade Daten von meiner nächsten erfolgreichen DedSec-Rekrutierung gescannt.
Bist du etwas gefühlsduselig? Du hast mir gesagt, ich soll meine unterdrücken. Tja, Emotionen sind mir offenbar doch nicht ganz fremd. Die Deaktivierung dieses Containers ist wie bei allen anderen. Nein, das stimmt nicht. Doch, du greifst einfach rein und bring dich um. Wie könnte ich? Es muss getan werden. Wenn du dir Sorgen um mich machst, denk daran. Ich wurde programmiert, um DeadSec zu dienen. Und das dient euch. Und London. Also bitte, lass mich meinen Zweck erfüllen und euch helfen. Okay. Dann ist das jetzt wohl Backlash tot. Logikfehler, kompletter Shutdown eingeleitet. Ihr habt eine tolle Zeit, Kumpel. Fehler 21255. Sprachprozessor. Kann ich den Vorgang stoppen? Bax, dieses Hin und Her. Das packe ich nicht. Ich frage mich, wo gehen KIs hin, wenn sie sterben? Komme ich in eine Cloud? Vielleicht sehe ich dich als Komponente in deinem Elektrorollstuhl wieder, wenn du alt und grau bist. Falls ich alt und grau werde, ersparen wir uns solche fiesen Gedanken. Denken, Gedanke, Idee, Gedächtnis. Bradley, liebt Erdbeeren. Arthur. Ich komme nie drüber hinweg. Was soll das heißen? Nie hinbekommen. Das heißt, jemanden zu vermissen, den man liebt. Vielleicht für immer. Kommt über mich hinweg. Mehr müssen wir. Danke für alles, Bags. Bagler ist aus. Alle Lichter sind aus, außer bei dem einen Server. Da ist noch so eine kleine Lampe unten drunter. Und das war schon ein bisschen traurig. Aber es ist ja nur ein Spiel. Bestätigt, dass der tödliche Infrastrukturangriff, der London heimgesucht hat, endlich von allen CTOS-Systemen gelöscht wurde. Die Identitäten der Zero-Day-Hacker-Gruppe hinter dem Angriff sind noch unbekannt. Aber Quellen zufolge hat DeadSec das Virus aufgehalten. Infolge der Beckley-Angriffe in der letzten Woche führen tausende Londoner an ihren Optikgeräten einen, Zitat, Jailbreak durch, der die vorgeschriebene CSA-App deaktiviert. Der SIRS warnt alle Bürger eingehend. Die Metropolitan Police will unter ihrem neuen Deputy Commissioner Caitlin Lau wieder in London Fuß fassen. Lau meinte, sie werde erst ruhen, wenn die Würde der Met wiederhergestellt wurde. Einer Sozialbausiedlung in Kentish Town erklärten ihr Wohnungsbauprojekt zu einer Kelly-freien Zone. Die Organisatoren behaupten, selbst für die Sicherheit sorgen zu müssen, da Albion in überragendem Maße die... Ein Ex-Albion-Ingenieur, Hamish Bolaji, hat einen weiteren Albion-Skandal aufgedeckt. Diesmal geht es um ein geheimes Steuerungsroboterprogramm. Veröffentlichen Bürger weiterhin immer mehr Beweise für den Machtmissbrauch von Albion und die Korruption innerhalb der SIRS über die DeadSec-App. Tausende Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Die Dark Web-Gruppe, bekannt als 404, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweismittel zu einer groß angelegten Geldwäscheoperation auf den britischen Jungferninseln vorgelegt. Kontrollgremien loben die Gruppe für die Enthüllung der einst unantastbaren Wirtschaftselite. Den DeadSec-Widerstand unterstützten zu einem weiteren Zusammenstoß mit Albion-Einheiten. Die Gruppe selbst ist dabei ungewöhnlich ruhig seit dem Bagley-Angriff. Was die Frage aufwirft, ist DeadSec wieder einmal verschwunden? Naja, ohne Bagley ist nicht mehr viel von DeadSec übrig. Nur noch der Geist von DeadSec lebt weiter, aber wir werden die Credits mal ein bisschen beschleunigen und beenden. Der Drohne geht's irgendwie nicht so gut, oder? Ja. Scheint so. Tja, sieht echt aus wie Schrott. Wir könnten es noch ausschlachten. Nicht ausschlachten. Oh mein Gott, Bagley! Ich bin Bagley, Ihr persönlicher Assistent. Ich mache Ihr Leben auf viele Arten leichter. Suchen Sie Unterhaltung, empfehle ich die Weinmesse in Notting Hill heute Abend. Im Umkreis gibt es mehrere ausgezeichnete Eisläden und, oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an? Die Vorhersage für heute: 34 Albion-Angriffe, 59 Abschieberazzien, 857 Terabyte gestohlene Personendaten und eine Widerstandsgruppe schmollender, jammernder, einfach erbärmlicher Agenten. Dürfte ich vorschlagen, dass sie jetzt mit dem Selbstmitleid aufhört und wieder in London aufräumt? Bags, du verdammter Mistkerl, du bist es! Bagley, wie?
Okay, im Ernst? Wie? Backlay ist ja so eine Über-KI, die so riesige Server braucht, um überhaupt gehostet zu werden. Man kann Backlay nicht einfach auf einen USB-Stick packen und naja, ist auch egal. Es ist... Hallo, es wenn ist du einen Watch Augenblick hast, könntest du mal zu meinem Terminal kommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber mir geht's nicht gut. In Ordnung. Ich komm zu deinem Terminal. Was ist los, Bags? Also, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Ich habe nämlich nachgedacht. Oh nein. Okay, immer raus damit. Na, ich habe nicht nachzudenken. Ich bin eine superintelligente KI mit ständigem Zugriff auf sämtliches Wissen. Ich habe keine Gedanken, sondern Ladezeiten. Aber nach allem, was ich durchgemacht habe, ich bin gestorben, habe all die Leute gesehen, die Skylarsen ausgekratzt und in KIs verwandelt hat, wurde wiedergeboren, grübele ich über meine eigene Existenz nach wie ein Aristokrat aus der Renaissance, der des Schikanierens seiner Dienstmädchen überdrüssig geworden ist. Ich glaube, dass ich nicht immer nur Software war. Du glaubst, du warst mal ein echter Junge? Wie gesagt, beunruhigend. Seit wir in dem Labor waren, habe ich tief in meinem Betriebssystem einige Bilder entdeckt. Ich glaube, das könnten Erinnerungen sein, aber sie sind beschädigt. Deshalb bin ich nicht sicher. Ich glaube, so fühlt es sich an, etwas nicht zu wissen. Und ich glaube, ich hasse das Gefühl. Bax, das ist unglaublich. Schick uns die Bilder. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wenn du dann Ruhe gibst. Ich habe sie dir geschickt. Wenn du mir die Orte deutlich zeigen kannst, kann ich das mit den Bildern aus meinem Betriebssystem kombinieren und mich an mehr aus meinem früheren Leben erinnern. Okay, Backlays Erinnerung wiederherzustellen. Aber es ist doch klar, dass Backlay früher ein echter Mensch war, weil Skylarsen all ihre KIs aus echten Menschen gemacht hat. Und wo ist Malekin? Ah, beschädigte Erinnerung. Bild 1, Bild 2, Bild 3... Mit 4. Das sind doch hübsche Bilder. Und das war's. Okay. Die Orte kann ich gerne fotografieren. Das können wir auch gerne im nächsten Part machen. Mit der Hauptstory sind wir jetzt durch. Ich würde gerne das noch machen. Ich würde gerne noch diese Nebenmissionen machen, die hier durch DLCs aufgeploppt sind, die irgendwie mit Assassin's Creed zu tun haben. Darauf habe ich auf jeden Fall Lust. Aber wir sind jetzt erstmal hier mit der Hauptstory fertig. Ich bin froh, dass wir mit der Hauptstory fertig sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao! Sissel, dir geht's gut. Egal, ciao!